lieber Aufrufer. Meine Sonntagslichtgeschwindigkeit hier heute mit Wilhelm Busch. Was beliebt, ist auch erlaubt. Das ist aber eine allzu menschliche Wahrheit, denn in Wirklichkeit ist durchaus nicht alles, was beliebt ist, erlaubt. Und Wilhelm Busch ist wirklich grandios mit seiner kleinen Reimbildung hier. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Und das heißt nicht, dass wir freiwillig mitlaufen, es heißt aber auch nicht, dass die Zeit anzuhalten ist. Also wenn man keine Lust hat mitzulaufen, läuft die Zeit trotzdem weiter. Und das ist hier unser Thema. Er hat hier zu der Musik gesagt, Beethoven hatte wohl Talent, doch ist er mir nicht kompetent. So, also, das ist doch ein weites Feld. Und mein Thema hier ist aus gegebenem Anlass wiederholt und verstärkt in den letzten Wochen. Nazi, Neonazi. Hier jetzt mal mein Titel Jungnazi, Internazi im Deutschismus. Das wirft sozusagen drei Fragen auf, nämlich was ist eigentlich ein Jungnazi oder was ist ein Nazi? Also Jungnazi aus meiner Sicht ist ein junger Mensch, der sich als Nazi verstehen möchte. Das heißt, er ist kein Altnazi, weil er nicht alt ist. Er ist auch kein Neonazi, weil er vorher etwas anderes war. Und er ist auch eigentlich kein Nazi im Sinne des Nationalsozialismus Hitlers, sondern er ist eben ein Jungnazi und stellt sich darunter etwas in Verbindung mit einem Nationalismus vor in Deutschland. Also ein deutscher Nationalist, der stellt sich vor, deutsche Interessen erkennen zu sollen und auch sich darum zu kümmern. Soweit ist das völlig legal. Nun ist aber die Tatsache, wenn man unter die Menschen kommt, es gibt nicht nur Nazis, es gibt auch Internazis, also Leute, die Internationalisten sind. Und das Allerbeste ist ja, wenn ich jetzt auf den Globus gucke und sehe hier sozusagen von unparteiischer dritter Warte aus auf dem Globus die Menschen. Und ich sehe dann hier Deutschland und da sehe ich zwei Menschen, die sich unterhalten und sie stellen fest, der eine sagt, ich bin Nazi, also ich bin Nationalist für Deutschland. Und der andere sagt, ja, ich bin Internationalist. Wie die beiden sich verständigen, ist die Frage. Und da möchte ich jetzt allen, egal wie sie sich selbst einschätzen oder wie sie sich signieren, welches Etikett sie tragen oder welcher Gruppe sie zugehören, möchte ich sagen, liebe Freunde, schaut erstmal, dass ihr innerhalb einer Gruppe, also einer Gemeinschaft, in der ihr ein Teil seid, meinetwegen Nazis in einer Nazi-Gruppe, schaut ihr erstmal, wie ihr euch untereinander unterhaltet, wie ihr diskutiert, wie weit ihr einer Auffassung seid, wie weit ihr verschiedener Auffassung seid, wie weit ihr dann mit den verschiedenen Auffassungen auch diskutiert, meinetwegen streitet, wie ihr dann auf Hauptwertvorstellungen kommt, wo ihr sagt, jawohl, wir sind eine Nazi-Gruppe. Und dann, wenn man das geschafft hat, sich sozusagen in einem Gruppengeist, eine Art Konsonanz der Gemüter, eine Freundschaft im Geiste gefunden hat, das besteht nicht darin, dass man sich Feinde sucht und durch die Feindesgruppen bildet sich dann die eigene Gruppe, sondern erstmal als Gruppe unter sich, ganz differenziert. Jeder einzelne Mensch sagt also, ich habe eine Gruppenzugehörigkeit. Und dann kommt eine solche Nazi-Gruppe auf eine Inter-Nazi-Gruppe und dann stellt man fest, sie sind auch jung. Denn was ich hier beschreibe, gibt es unter erwachsenen Leuten eigentlich nicht, es sei denn, sie treiben Geschäft damit. An sich gibt es sowas Frisches und sowas eigentlich auch Gutwilliges nur unter jungen Leuten. Jetzt kommen also Internazis, auch eine Gruppe. Und die sagen, ja, ich war im Ausland. Ich war in Schweden oder ich war in Portugal. Und jetzt sagt der Nazi, der junge Nazi sagt, ja, ich war auch in Portugal. Ja, und nun haben sie in Portugal was gemacht, gebadet, in der Sonne gelegen, Wein getrunken oder deutsche Lieder am Lagerfeuer gesungen. Und was habt ihr auch mit Portugiesen zu tun gehabt? Ja, wir haben auch mit Portugiesen zu tun gehabt. Und jetzt merken Nazi und Internazi, dass sie gar nicht so sehr unterschiedliche Erlebnisse haben. Denn erstens, sie haben
in Ihren Augen nette Portugiesen kennengelernt. Wir haben auch dumme Portugiesen kennengelernt. Vor allen Dingen haben Sie Portugiesen kennengelernt, die Nationalisten sind. Und Sie haben Portugiesen kennengelernt, die Internationalisten sind. So, und wenn Sie sich damit jetzt sozusagen eingemeindet haben, haben Sie eigentlich gar keine Fragen mehr und gar kein Problem. Hingegen, wenn Sie jetzt auf Ihre speziellen Kampfthemen kommen, also der junge Nazi mit seinem Deutschen und seinem deutschen Verlust, seinem Kampf, der sagt dir dann, ja, wir müssen aber kämpfen. Und dann sagt vielleicht der Internazi, wieso siehst du denn überall nur Kampf? Wir leben doch gar nicht mit Kampf. Kampf ist ein Aspekt, es ist eine Sonnenbrille, durch die man die Farbe wechselt und dann sieht alles wie Kampf aus. Vielleicht ist es gar nicht Kampf. Und hier möchte ich mal sagen, alleine die Diskussion in einer Gruppe, wie kommt man von Ideen auf das praktische Leben? Und ich wechsle jetzt mal sozusagen die Schublade meiner Präsentation hier zum Thema Jungnazi, Internazi, Deutschismus. Und zwar ein deutsches Thema in den letzten 30 Jahren, der sogenannte Historikerstreik. Der Streit zwischen Historikern oder Menschen in der Öffentlichkeit, Journalisten, Publizisten, Historiker, die die Deutungshoheit, also das, was gelten soll an Sprachregelung, umkämpfen, für sich beanspruchen. Der Historikerstreit, der dann von den Medien geführt worden ist, von den Zeitungen hauptsächlich, in denen dann zwei Personen zugespitzt die Hauptkämpfer gegeneinander darstellen sollten, also der deutsche Habermas und der deutsche Nolte, beides keine jungen Nazis, die haben also Folgendes dann ausgedacht. Der Habermas mehr oder weniger kam auf die Idee zu sagen, vom Marx, vom Marxismus zu den Vernichtungen im Gulag in der Sowjetunion besteht kein geistiger Zusammenhang. Also was Marx geschrieben hat, hat nicht zur Menschenvernichtung im Gulag geführt unter Stalin. Und der Nolte sagt, von den Schriften Hitlers, Mein Kampf, zu Auschwitz besteht ebenso wenig oder ebenso viel Zusammenhang. Im Hitlers Buch wird nicht Auschwitz beschrieben. Da steht nicht drin, wir wollen die Juden vernichten in industriellen Vernichtungslagern oder Konzentrationslagern, die ja auch nicht von Deutschen zuerst mal gebildet worden sind und so weiter. Also die Frage, wie weit von geistigen Ideen in der Weltgeschichte, also das Germanentum und der Deutschismus von heute, wie weit das miteinander zu tun hat oder eigentlich eine Sache der Historiker ist, uns aber nur so weit angeht, wie in unserem heutigen Deutschismus darin praktische Lebenswirkungen zu finden sind. Und insofern möchte ich sagen, der Historikerstreit ist wirklich in vieler Hinsicht unwahrscheinlich dumm und auch die Öffentlichkeit belastend verdummend geführt worden. Jeder intelligente Mensch, der damit in Berührung kam, hat sehr bald gemerkt, es hat gar keinen Sinn, in diese verdrehten Wichtigmachereien sich einzuklinken. Es ist sinnvoll, das einfach auf den Mist zu schmeißen. Insofern, ich habe hier ein Buch, das jetzt über den Historikerstreit gemacht worden ist. Dieses Buch ist auch bescheuert. Ich werde da gelegentlich kommen, weil ich das vor einigen Lichtgeschwindigkeiten angekündigt habe. Ich bin völlig entsetzt, was da nun wieder für ein Geschwirbel und Geschwurbel zusammengeschrieben wird. Also, ich will sagen, der Deutschismus von heute in dem, was ihn wirklich bewegt, das ist das, was eigentlich interessant ist. Und ich möchte jetzt nochmal kurz Folgendes sagen. Wenn man sagt, Marx und Gulag, also Archipel Gulag, die Menschenvernichtung im Stalinismus 1937 und so weiter, dann kann man mal auf einige Zitate kommen, dass man sagt, also die Folge von Marx in der praktischen Politik schließlich ist ja dann Lenin gewesen, Lenin, und die Schriften von Lenin und der Nachfolger von Lenin ist
praktisch durch Hemdärmlichkeit Stalin geworden. Stalin hat das dann gemacht. Und nun sagt man, ja, es besteht aber kein Zusammenhang zwischen diesem Gedanken und dem, was dann an Menschenvernichtung geschehen ist. Und da zitiere ich mal hier aus Lenin. Also, dass der Mensch von den Umständen gebildet wird und er insofern nicht individuell für sein Handeln verantwortlich ist, historischer Materialismus bei Marx, angeblich, ist nämlich gar nicht, zu der Auffassung zu gelangen, dass die bürgerliche Klasse als Klasse in einem Kampf auf Leben und Tod zu verwickeln sei. Was Lenin hierzu bereits im Jahre 1917 zu Papier gebracht hat, lässt einem nach Auschwitz, also heute, den Atem stocken. Für diesen Auswurf der Menschheit, diese rettungslos verfaulten und verkommenen Elemente, diese Seuche, diese Pest, diese Eiterbeule, dürfe es keine Schonung geben. Schließlich hätte man es mit Parasiten zu tun. Mannigfaltigkeit ist hier eine Bürgschaft für Lebensfähigkeit, Gewähr für Erreichung des gemeinsamen einheitlichen Ziels der Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer, von den Flöhen, den Gaunern, den Wanzen, den Reichen und so weiter und so fort. An einem Ort wird man 10 Reiche ins Gefängnis stecken, an einem anderen Ort wird man sie Klosett reinigen lassen, an einem dritten Ort wird man ihnen nach Ablüftbüßung ihrer Freiheitsstrafe gelbe Pässe aushändigen, damit das ganze Volk sie bis zu ihrer Besserung als schädliche Elemente überwache. An einem vierten Ort wird man 10, die sich des Parasitentums schuldig machen, auf der Stelle erschießen. Lenin hat damit noch nicht jedes Ausmaß an kollektivistischer Schuldzuschreibung erreicht, wie es kennzeichnend war für den Antisemitismus der Nazis, aber er hat mit seinem Ungeziefer Sprache den Rubikon der Entmenschlichung bereits überschritten. So, und jetzt zitiere ich also nochmal entsprechende Sachen aus Hitlers Mein Kampf. In Hitlers Ideologie immer enthalten, der Jude galt ihm als die Quelle des Bösen auf Erden, als die Personifikation des Teufels, als Parasit, als Made im faulenden Leibe und er hätte bisweilen unter Giftgas gehalten werden müssen. So, daraus ist also Auschwitz gefolgt. Und nun möchte ich also sagen, liebe Leute, lassen wir mal die Texte kurz beiseite, weil die so das eine aus dem anderen, wie wenn ich mit einer Brechstange einen Hebel bilde, so ohne weiteres die Geschichte doch nicht mechanisch gebildet wird, sondern sie ist ja offen, denn sie kriegt immer das Gepräge der Menschen. Und deshalb habe ich hier jetzt 4 wichtige Vorstellungen herausgezogen, die ich mal zu bedenken geben möchte. Erstmal jeder in seiner Gruppe. Also liebe Nazis, beredet das mal in eurer Jungnazi-Gruppe. Erstens, die Vorstellung, dass es einen deutschen Volksgeist gibt, worin dieser besteht. Also wir reden von heute, jetzt in der Politik. Worin besteht der deutsche Volksgeist von heute, um den es geht bei den Jungnazis? Zweitens, obwohl ein solcher deutscher Volksgeist die Vorstellungsorientierung aller deutschen Staatsbürger und aller deutschen Abkömmlinge oder nur einer Gruppe von deutschen Menschen bestimmt. Also ist der deutsche Volksgeist, um den es hier beim Nazitum gehen soll, einer in allen Deutschen oder nur in einer Gruppe? Drittens, wenn es einen konkreten deutschen Volksgeist gibt, ist der für das Dasein und die Zukunft der deutschen Menschen sinnvoll, wirksam, in einer Jungnazi-Ausprägung, in einer Internazi-Ausprägung oder wie ist der deutsche Volksgeist überhaupt wirksam? Viertens, ist sicher, dass diejenigen Deutschen, die nicht Nazi sind, dem Leben der Deutschen schaden? Und welche Folgen hat deutsches Nazitum auf nicht-deutsche Menschen in der Welt? So, meine Meinung dazu kann ich auch noch hier ablesen. Hier habe ich bereits in den Anhangstext des Lichtgeschwindigkeits-YouTube-Videos vorformuliert hier. Nazi hergeleitet von Nationalismus, also der Region meiner Geburt und deren Lebensvorstellung verpflichtet, bewegt sich inmitten einer Vielfalt alternativer Ausprägungen unter Deutschen. Das reicht von Selbstbildern, die sich nicht für Nationalismus und Internationalismus überhaupt interessieren,
sondern für andere Werte wie zum Beispiel Gesundheit, Reichtum, Solidarität, Vielfalt, Frieden, Religiosität oder Religiositäten und viele andere Aspekte, die vielen Menschen als Gruppenmerkmal wichtiger sind als zum Beispiel die Frage Nationalismus, Nazi-Internationalismus. Also, die Frage ist, wie relevant oder irrelevant ist es, dass man mit solchen Gedanken mehr als nur spielt, sondern dann in die praktische Wirklichkeit hinein als einen Kampf geht mit solchen Gedanken, die wirklich in der eigenen Lebenswirklichkeit nicht maßgeblich sind. Und das bitte ich erstmal zu überprüfen und dann können wir diskutieren. So, vielen Dank für diesen Aufruf hier. Das wird mir immer etwas länger. Ich könnte da viel mehr Beispiele dazu sagen. Alleine mit dem Beispiel auf den Globus geblickt, wird man manche Distanz zu solchen Kleinigkeiten bekommen. So, danke für den Aufruf.